Hier präsentieren wir die 5 beste Hüpftier- und Hüpfballtest. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Betus bei Batat Hüpfball Biene Bodengabumble B. Die Gummibienen Bitzi unterscheidet sich wesentlich im Layout von der typischen Hüpfpferde. Die Form ist einfach und knoblüb. In Bezug auf den Schatten basiert es auf einer B. Der gelbe Führer schmückt die schwarzen Ringe, die von diesen Insekten gemeinsam sind. Eine winzige Spitze guckt auf den Rücken. Beide sicheren Sensoreinheiten, die mit dem Kopf verbunden sind, bieten Unterstützung. Anstelle von Insektenfüßen hat dieses hüpfende Tier 4 Knusubändebeine, die einen sicheren Stand auf dem Boden garantieren. Bitzi ist 29,2 cm hoch und fast 47 cm lang. Die Breite beträgt 16,2 cm. Er wiegt 1,4 kg. Es kann unter Verwendung einer Absperrung auf der Unterseite aufgepumpt werden. Eine kleine Handpumpe besteht aus. Das Produkt ist aus Kunststoff gefertigt. Alle Farben werden auf Sojabasis hergestellt. Die Farbe ist ungiftig. Das Springtier wird ab 1 Jahr und auch 6 Monaten empfohlen. Sie müssen ein genaues Auge auf ihren Youngster während des Spiels zuhalten, um Verletzungen zu stoppen. Nummer 4. Relax Dice 10.024.991,93 Braun Hüpftierpferd. Der Gummistet von Relax Dice wird in einem traditionellen Layout gehalten, ein braunes Springpferd mit abgerundeten Buroglü-Augen. Das Hüpftier ist mit einer praktischen Pumpe ausgestattet. Aufblasen ist ein Wind. Die Pferde bestimmen 48 cm in der Höhe und ist 58 cm lang. Die Sitzhöhe beträgt ca. 27 cm. Jugendliche sollten ab dem Alter von 3 Jahren am besten das quirlige Pferd spielen. Es hat ein Gewicht von rund 1,3 kg und ist sehr stark. Es kann mit maximal 50 kg gefüllt werden sowie auch von kleinen Cowboys und Indianern auch im Schulalter geritten werden. Das Produkt besteht aus BPA kostenfreiem Kunststoff. Bisphenol A BPA ist eine Chemikalie, die Kunststoff viel länger halten lässt. Es kann eine schädliche Wirkung auf das Hormonsystem haben. Sowohl Jugendliche als auch schwangere Damen sind besonders bedroht. Das Relax Dice Hüpftier kann sowohl in ihrem Haus als auch im Freien genutzt werden. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Smallfoot 6793 Hüpftier Zebra für drinnen und draußen. Sind Sie mit einem regelmäßigen Sprungross ausgebrannt? Gefällt Ihrem Kind ein Unikat? Dies entwickelt die Wahrnehmung, dass der Körper des Haustieres mit Haaren bedeckt ist. Dieses lebendige Spiel ist 50 cm lang und 57 cm hoch. Ihr Jüngster kann damit sowohl drinnen als auch draußen spielen. Die Sitzhöhe beträgt ca. 25 bis 40 cm. Das Produkt ist aus elastischem Kunststoff gefertigt und kann bis zu einem Optimum von 25 kg belastet werden. Das Hüpftier ist stattdessen für ein Baby ungeeignet, da die beiden mitgelieferten Ventilverschlüsse leicht zu verschlucken sind. Nummer 2. Ultrasport Hüpfball Robuster Springball für Kinder. Sind Sie mit einem typischen Springpferd ausgebrannt? Bevorzugt Ihr Youngster Exoten? Dann verwendet der Hase Zebra eine wunderbare Modifikation. Das optische Layout mit den schwarz-roten Streifen basiert auf dem eines Zebras. Das angenehme Lächeln heißt Sie willkommen, um oben zu bleiben. Das Produkt ist außen strukturiert. Dadurch entsteht der Eindruck, dass der Körper des Tieres mit Fell bedeckt ist.
Ihr Schatz kann an den langen Ohren festhalten, die an der Oberseite des Kopfes befestigt sind. Nach Angaben des Anbieters ist der Hüpfball für Jugendliche ab 3 Jahren geeignet und kann sowohl im Haus als auch im Freien genutzt werden. Diese wird beim Springen und Springen zwischen den Beinen des Jugendlichen positioniert. Und die Nummer 1 unserer Liste. Jakobs 4.019.960 Rodelhüpfpferd. Der Springreiter Rodü ist eines der meistvermarkteten Springtiere Deutschlands. Da es sich um ein europäisches Produkt handelt, wird es auf der Grundlage der Spielzeugnorm N71 hergestellt. Das Produkt besteht aus latexfreiem Kunststoff. Es ist UV-beständig, waschbar und auch sehr elastisch. Dies ermöglicht es Ihrem Kind, sehr gut und viel mit dem Rodü zu springen. Die optimale Höhe beim Aufblasen beträgt 54 cm. Die Sitzhöhe beträgt ca. 26 cm. Je nachdem, wie stark das Rodü-Rind aufgepumpt wird, unterscheidet sich auch die Dimension. Dadurch kann der Gummi-Baby-Bunga optimal an die Dimension Ihres Jugendlichen angepasst werden. Sie können es nutzen, um das lebhafte Steht in ein schüttelndes Ross zu verwandeln. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.